wie umsonst nicht fühlen. Also Asylum will, glaube ich, hier keiner machen. Ach, ich lese hier immer noch diese komischen Dinge. Aber sie will ja keiner mehr hören, weil sie nicht lustig sind. Ich finde sie lustig. Eine Sache, die wahrscheinlich Basti auch nachvollziehen kann. Erstes Semester. Er Fuck, mir mein Kuli ist unterstrich runtergefallen. Bloß Füße hoch, unauffällig die kommen aufheben. flach. Siebtes Semester. Was heißt das? Ich darf meinen Toaster nicht am Pult anschließen. Jetzt ohne Scheiß, ne? Ich weiß noch ganz genau mein allererstes Semester. Wir waren so viele Erststudenten, Erstsemesterstudenten, dass wir in drei fucking Aulas saßen. Ja, kenne ich. Absolut War bei uns auch asozial, so. Alter. Also, Wir wenn du da waren, überhaupt noch was verstanden hast, war das ein Wunder. glaube ich, boah, in dem Audimax, da passen 1400 Leute rein, in das andere nochmal 1000 und dann nochmal zwei, ich glaube mit 600 und einer mit 800. Und das war nur eine Vorlesung. Das ist echt asozial. Gut, ich starte mal. Die Stunde ist doch normal. Und ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir einmal in einem, war es eine Vorlesung? Ich glaube, es war in einer Vorlesung geschlafen. Plötzlich geht die Tür auf, ein Pizzabote kommt rein, gibt eine Pizza ab und geht. Okay, das ist geil. Das mit der Pizza finde ich irgendwie geil, das feiere ich. Das Witzigste war einfach, der Professor guckt mir an, fragt, was ist das für eine Sorte? Ein Pepperoni. Ja, krieg ich ein Stück. Ja, okay. Dann ist es in Ordnung, dann kannst du weiter essen. Ja, das war Ende der Geschichte. Ist schon einer beim Eingang rechts gelaufen und hat Türen aufgemacht? Ja, ich hatte die erste aufgemacht und dann habe Okay. ich sie doch. Bin ich. Ja, irgendwo hier oben links. Ich bin Ich so bin ein rechts. Dussel. Langgerannt. Captain Karacho hostet mit 4 Viewers. Captain Karacho, Dankeschön. Und hallo Bumblebeat. Herzlich willkommen. Dankeschön, Hami. Herzlich willkommen. Oh, Formel 1. Ein Spiel, was es hier Ich bin wahrscheinlich oben nie auf der geben linken wird, Seite, weil ich aber sehr, ich sehr sehe hier schlecht bin. keine offene. Wie war es denn? Hattet ihr Spaß? Ich habe auch gerade so und stand dann mitten in so einem Spind drin. Da ist Schimmel drin. Hat hier hinten jemand schon mal eine Tür wieder aufgemacht? Oberes Geschoss? Okay, dann haben wir den Raum.
was ich gehört habe, Gefriertemperaturen. Ja. Es ist frostig. Wie alt bist du? Vier. Alter! Hallo. Ich platziere die Schüssel mal vorm Raum, ne? Sehr aktiv mit dem Telefon, aber er spricht. Oh, jetzt scheint mal mit der UV-Lampe auf dem Boden. Da, Fußabdrücke. Im anderen Raum, hier. Crazy, ey. Der geht hier komplett durch, guck mal da. Ist das freaky oder ist das freaky? Mega freaky. Hallo. Ich hol meine Kamera. Moin. Welcher Raum ist das? Da wo die das Parabolmikrofon davor ist. Ich muss auch mal so eine leichte Gedankenpause machen, wenn ich sagen möchte, was es ist. Ist halt so, ne? Wenn der Kopf nicht mehr ganz so schnell ist. Kommt mit dem Alter. Es ist ein Begriff, den benutzt er einfach nicht und muss er das Ding erstmal irgendwie so zusammenkonstruieren im Kopf. Ich wollte am Anfang immer die Sattschüssel sagen. Die Sattschüssel ist auch gut. Aber wie jetzt? Du benutzt nicht tagtäglich das Wort Parabolmikrofon. Das ist doch essentiell für den Wortschatz in einer normalen Unterhaltung. Vielleicht, wenn man morgens irgendwie so RTL und Sat1 guckt oder wie die Dinger heißen, ne? Was? Ich guck kein Fern. Mit den Überwachungsdingern. Hm. Jo. Der Krankenvater reißt ihn mit einer GoPro auf den Kopf. Emir-Barschur. Aha. Böser Diss. Böser Diss. Ich guck aber kein Fern. Vielleicht. Boah, ich weiß heute echt nicht, wie ich sitzen soll. Irgendwie tut mir alles weh. Kacke. Was macht ihr bei so Rückenschmerzen? Gerade wäre eine Option, gerade. Ja, das Problem ist, dass ich so diese Frauenprobleme einmal im Monat habe und dann ist eh egal, wie ich sitze, es tut immer weh. Lara, warte mal. Wie eine kleine eingekugelte Katze, Lara. Wie eine kleine. Wenn dich hier so hinstellst und dir den Flur anschaust, ne? Ja. Hat ein bisschen was von PT, oder? Aber nicht so krass wie in dem Watch Dogs DLC. Das stimmt. Das war so geil. Oder zumindest noch nicht. Oh oh. Ey, das wäre krass. Adios, Captain. Tschüss, Captain. Gute Nacht, Captain. Schlaf schön. Schlaf schön, hab eine wundervolle gute Nacht. Und morgen einen ganz, ganz tollen Sonntag. Ey, stell dir mal vor, die würden hier jetzt einfach so ein PT-Level einbauen. Wie abgefuckt. Das wäre einfach mal der Scheiß. Steht die Kamera gut? Mach mal Licht aus, dann kann ich dir eher sagen. Oder wenn sie hier die Polizeistation von Resident Evil 2 nachbauen würden, das wäre auch geil. Oh, ja, ey. Könnt ihr auch noch eine Kamera in den anderen Raum machen, weil er ja darüber gelaufen war? Ja, ich nehme die eine von. Ja, Bob. Okay, dann nehme ich sie nicht. Ich kann ja noch mal gucken, ob er mit mir spricht. Brauchen EMF, Box oder Buch? Bist du hier? Ja.
Ach, Basti. Kannst du mich hören? Ja. Basti! Wie alt bist du? Wo bist du? Guter Wein. Bist du hier? Es ist die Olle im Schlafanzug. Okay. Leute. Das war ein harter Schocke. Zurück zu meiner Verfahrensfrage. Was Schur meinte eben, wenn er nur noch Blödsinn schreibt, sollen wir ihn ins Bett schicken. Jetzt ist die Frage, ob die Kombination aus zwei Sätzen schon auf der Mir unterstrich Barschur. Pyjama Party. Nein. Nein, das ist kein Blödsinn. Baschu hat schon viel schlimmere Sachen nüchtern geschrieben. Deswegen habe ich mich ja so gesorgt. Ach, das passt schon. Schlimm wird's erst, glaube ich, wenn er nett wird. MS unterstrich Willow. Ja, ich nehme ihn gleich mit ins Bett. Das ist gut, Mrs. Willow. Mrs. Willow nimmt ihn gleich mit ins Bett. Also, sie passt auf jeden Fall auf. Emir unterstrich Barschur. Was, wo hab ich was Böses geschrieben? Gar nichts, Barschur, gar nichts. Alles gut. Nee. Ich glaube nicht. Eine Sache fehlt noch. Ich habe nämlich im Internet so ein ziemlich geiles Nudelholz, aber kennst du ein traditionelles, ne, mit diesen Griffen an der Seite, da einfach ja, nur ja. so eine riesige ja, ja. einfach nur so eine, ja, ja. Ja. Habe ich gefunden. Und ich will ja überlegen, ob ich das Mrs. Willow schicke. Psst. Sie guckt so. Ich weiß. Aber was ist da mit der Überraschung? Das soll keine Überraschung Ach sein. So. Das ist mehr so ein Obacht bei Schuhe. Schon scheiße, wenn man die Adressen weiß. Ja. Ja, IMF brauchen wir immer noch. Also wenigstens für das Ziel. Oh nein. Oh, oh. No. Ich glaube, Luki ist noch drin. Wo ist Luki? Sie läuft. Luki ist drin. Oh no. Oh mein es Gott. Ist echt nicht ihr Tag, oder? Barschur. Was will wer wohin schicken? Barschur, alles gut. Ich hoffe, sie kann jemand weglaufen, weil das hat sonst letztes Mal auch nicht geklappt. Ja, sie muss nur jetzt dran denken, dass sie rum muss und nicht gerade auslaufen kann. Nicht stehen bleiben! Nein! Nein! Das ist echt nicht ihr Tag heute. Nö. Vielleicht sollten wir nach der Runde ein bisschen Schluss machen oder so. Mhm. Ist ja auch schon Mitternacht, ne? Naja, fast. Ja. Und ich muss offen und ehrlich vor der ganzen Welt zugeben, dass mir ein bisschen die Augen brennen. Das ist kein Problem. Vor der ganzen Welt. Ja. Meine sind Streams. Ein bisschen dick und geschwollen und so. Das ist nicht schlimm. Also, natürlich, ja, das ist schlimm. Ja, ich weiß, was du meinst. Tut ja weh, also, aber... Reite ich nicht noch... Nicht, du machst mich. Hast du ein EMF, zufälligerweise? Ja. Hm. Ich komme mit. Ich nehme einmal Pillchen. Oder brauchen wir das 25... Nein, brauchen wir nicht. Ich nehme es zur Sicherheit auch mal, bitte.
Ich habe gerade noch eine Dingslampe mitgenommen. Eigentlich würde ich Bashurs Gesicht ganz gern sehen, wenn sie das auspackt. Und diabolisch grinst. Könnte sehr lustig sein. Okay, das mit dem Kruzifix hat nicht funktioniert. Wenn ich mir da die Narisch von Luzi so angucke. Ja. Drecksgeist. Mir unterstrich Barschur. Ja, ärgert mich nur. Ja, tun wir. Das können wir nämlich sehr, sehr gut. Habe ich da gerade was gesehen? Hat das Telefon geklingelt? Ich habe nichts gehört. Sieht da was auf den Schreibtisch geschmissen hat. Kannst du uns hören? Bist du hier? Sag etwas. Wo bist du? EMF ist auch nichts, ne? Nope. Ich hab's zwischendurch mal an und nochmal ausgemacht. Aus und nochmal an, falls es... Wo bist du? Sag etwas. Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Was tust du hier? Hast du Angst? Sollen wir gehen? Sollen wir bleiben? Mann 1989. Hi. Vorbei. Hami? Okay. Boah, ich gehe da nicht nochmal rein. Sorry. Ich bin einfach losgerannt und weitergerannt. Alles gut. Ich bin gerade so ein bisschen, nee, ich gehe da nicht nochmal rein. Basti? Ja, bitte. Was sagst du? Alles nur ab. Bitten um Bitte. Das ist Luzi.
Ich hätte gesagt, das ist eine Mare. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, und Bauchgefühl, weil wir haben jetzt nicht so viel, oder ihr habt nicht so viel Sanity verloren. Vor allem machen wir immer die Lichter an und dann sind sie auf einmal wieder aus. Habt ihr den nicht fotografiert? Ja. Ist er direkt verschwunden? Könnte ich jetzt nicht sagen, nein. Weil wenn er verschwunden ist, wäre es ein Phantom. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich bin bei ihr Mare. Ich sag Mare. Okay. Allein gelockt? Yep. 3, 2, 1, Mord. Welcome back. Cool. I've got some jobs ready for you. Okay. Aber er hat... Ja, okay, da ist auch nichts zum Rumwerfen, ne? Gut, aber ich glaube, das war's für heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin mega durch. Ja. Jo, vielen, vielen Dank für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir sehr viel gestorben sind. Lieber Chat, sind wir wirklich viel gestorben. Lieber Chat, ich schicke euch weiter. Aha. Ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Nein, wir als Team. Sag noch mal ganz kurz Tschüss, Chat, bevor er mit dem Raid weggeht. Tschüss, Chat. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Gute Nacht, Oh, und hi, G-Man. Tschüss, G-Man. Hi, G-Man. Ciao, Miss Willow. So schnell kann es gehen. Nein, ich wünsche euch eine wundervolle Mrs. Nacht. Mrs. Willow, bring Bashua ins Bett. Genau, bring. Aber er soll noch Pipi mal gehen. Ja. Willst du schon wieder ins Bett? Ab ins Bett? Da warst du doch gestern erst. Bashua, geh ins Bett. Emir und Zähne putzen, schullern und ab ins Bett. Gute Nacht, ihr Tschüss. Lieben. Und weg war's.